Hey, heute drehen wir endlich mal aus meiner neuen coolen Werkstatt. Also, naja gut, ihr seht, so richtig gut funktioniert das noch nicht und irgendwie sehe ich auch total blöd aus. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn wir in meiner Werkstatt drehen, dann ist es immer so, es heißt, hier steht überall was rum, es ist super kalt, das Licht ist blöd und hier steht auch wieder was rum. Deswegen habe ich mir gedacht, wir probieren das mal aus, aber irgendwie so richtig klappt das nicht. Wir müssen noch ein bisschen üben. Schauen wir mal, wo ich das nächste Mal starte. Ich freue mich immer super doll, wenn ihr Kommentare unter unsere Videos schreibt. Und auch beim letzten Jonas-Update hat zum Beispiel der Guido Hüter aus Finnland geschrieben und einen sehr netten Gruß für uns dagelassen. Das finde ich sehr nett. Und das Coole bei Guido ist, er sagt, er ist selber Schreiner und lignersüchtig, lebt und arbeitet im hohen Norden. Und das kann ich alles super gut nachvollziehen, denn auch ich habe ein Haus in Schweden. Gut, das ist jetzt nicht Finnland, aber auch nicht ganz so weit weg. Und deswegen bleibt eigentlich nur eins zu sagen. Ganz, ganz liebe Grüße hier aus Niedersachsen zu dir nach Finnland und lignersüchtig sind wir ja eigentlich alle. Also schön weiter Ligner TV schauen. Dann haben wir letztens im Tischler Magazin das Thema Elektromobilität uns so ein bisschen näher angeschaut und das hat für einige Diskussionen gesorgt. Es gab viel Lob und aber auch ein bisschen Kritik und vor allen Dingen eine ganz, ganz deutliche Nachfrage. Denn Sascha hat gefragt, wie lange es dauert, bis der Akku wieder aufgeladen ist. Und die Frage ist ein bisschen schwierig, weil das hängt natürlich immer vom Fahrzeug und dem jeweiligen Modell ab. Deswegen haben wir die Frage jetzt einfach mal an den Tischler aus dem Beitrag weitergeleitet. Das ist in dem Fall Carsten Schaper. Und der sagt, dass es bei seinem Servicemobil 6 Stunden dauert, bis es wieder geladen ist. Ich hoffe, das reicht als Antwort. Dann kommen wir zu einer weiteren ganz elementar wichtigen Frage von Bernd B. unter unserem letzten Vor-Ort-Beitrag. Wo ist Jonas Winkler? Hier, ich bin doch da. Aber in den Vor-Ort-Beiträgen ist es so, da geht es ja um euch und um eure Tischlereien. Ich rede ja in allen anderen Beiträgen schon jede Menge und deswegen halte ich mich bei den Vor-Ort-Beiträgen einfach ein bisschen zurück, damit wir uns mehr auf euch konzentrieren können. Das ist ja euer Format. Und deswegen, weil das euer Format ist, also nicht nur vor Ort, sondern eigentlich Ligner TV an sich, da geht es ja um eure Themen, bin ich sehr froh, dass ihr so viel kommentiert. Aber ich würde mich auch nach wie vor freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge in die Kommentare schreibt. Denn bis zur nächsten Ligner, die ja erst 2021 ist, haben wir noch jede Menge Zeit, uns mit den spannenden Themen, die euch beschäftigen, zu beschäftigen. Also schreibt die doch mal unten in die Kommentare und wir schauen, was wir davon umsetzen können. Wir stellen euch ja jeden Monat den Instagram-Account des Monats vor. Und damit ihr da vorgestellt werden könnt, müsst ihr natürlich unserem Ligner TV Instagram-Account folgen. Und da habe ich letztens gesehen, dass uns jetzt eine Firma aus Österreich folgt. Und das, muss ich mal eben anmachen, ist Handgedacht. Ein Gestaltungsbüro und Tischlerei. Also sozusagen beides in einem. Das finde ich sehr spannend. Das ist ja fast so ähnlich wie bei mir. Ich bin ja auch Produktdesigner und Tischlermeister. Und ich muss sagen, die Projekte, die ich hier sehe, finde ich super spannend. Also hier zum Beispiel diesen Ausstellungsentwurf für ein Schloss, das finde ich schon super schön und auch sehr cool gemacht. Aber wo haben wir es denn? Hier weiter oben eine richtig tolle Sitzecke, ein schöner Tisch, ganz simple Stühle dazu. Also da schlägt mein Produktdesignerherz doch wirklich höher. Und als wäre das nicht genug, wenn ich noch weiter runter scrolle, habe ich doch hier was gesehen. Hier. Ein Rundstab mit Gratverbindung und eingezapftem weiteren Rundstab. Also das ist ästhetisch und handwerklich einfach eine richtig tolle Leistung, finde ich super spannend. Also schaut euch den Kanal Handgedacht mal an. Und wie gesagt, wenn ihr nächsten Monat der Instagram-Account des Monats sein wollt, dann solltet ihr uns bei Instagram folgen. Ligner TV heißen wir da. Und ich würde sagen, ich stöber noch ein bisschen weiter. Vielleicht kann ich noch was lernen. Ich baue selber super gerne Möbel, das wisst ihr. Aber eins muss ich zugeben, auch alte Möbel haben einen super tollen Charme. Und da kommen wir auch schon zum ersten Artikel, den ich euch heute vorstelle. Der ist aus der November-Ausgabe der Exakt und heißt Altes schön neu beleben. Dabei geht es um El Carpintero. Das ist im schönen bayerischen Steingaden, ich sag mal ein Shop, auch wenn das vielleicht nicht ganz richtig ist. Aber das ist ein Shop, wo ihr alte Möbel, Fenster und Türen finden könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was genau soll ich mit alten Möbel, Fenster und Türen? Ganz einfach. El Carpintero bietet da genau diese Sachen restauriert und unrestauriert an. Das heißt, wenn ihr mal ein Projekt habt für einen Kunden, wo ihr zum Beispiel eine original alte Tür braucht, die ihr selber noch passend in das Gebäude einpasst, dann würde ich sagen, ist El Carpintero genau eure Adresse. Da findet ihr Originale aus vergangenen Tagen. Das ist sehr, sehr spannend. Der Artikel ist auch sehr schön. Ist wie gesagt aus der November-Ausgabe der Exakt. Schaut es euch mal an.
Und wo wir das jetzt schon angesprochen haben, das gute alte Handwerk, kommen wir auch zu dem, was viele vielleicht schon gehört haben, wahrscheinlich die meisten. Vom 11. bis 13. November waren wieder die Deutsche Meisterschaft im Tischler- und Schreinerhandwerk. Und das finde ich super schön, denn da können sich junge Leute ein bisschen messen und gucken, wie weit man das Handwerk eigentlich bringen kann und schauen, wer aktuell der Beste ist. Und aktuell der Beste, also der Sieger, der Deutsche Meister 2019, ist Paul Klotsche aus Pirna. Sehr cool. Der zweite ist Sven Schröder und den dritten Platz hat Lukas Kramer gemacht. Und euch allen dreien herzlichen Glückwunsch. Ich finde es richtig super, dass ihr das Handwerk hochleben lasst. Und für alle, die mitgemacht haben, gilt natürlich das Gleiche. Ihr macht das super. Jetzt, ganz wichtig, letzten Monat haben wir über das Thema Elektromobilität gesprochen. Und ich denke, wir alle kennen ein Problem. Wir fahren zu unserem Kunden, stellen das Auto ab und peng, da ist das Knöllchen schon. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer. Und in der aktuellen BM-Ausgabe, beziehungsweise aus der letzten vom November, gibt es einen super coolen Artikel, der heißt Kein Stau, kein Knöllchen, förderfähiges Transportmittel für die City. Und da geht es um ein Lastenrad, das einen sortimofähigen Anhänger hat. Das heißt, ihr könnt mit einem Lastenrad, wenn ihr in der Stadt seid, direkt zu eurem Kunden fahren, braucht euch keinen Parkplatz suchen, ihr habt keine Staugefahr und wie es der Titel schon sagt, das Ganze ist auch förderfähig. Das heißt, ihr müsst nicht den vollen Preis bezahlen, ihr könnt gewisse Kosten absetzen. Und ich würde mal sagen, das ist super cool. Bevor ich euch jetzt den ganzen Artikel vorlese, weil er so spannend ist, lest ihn doch einfach mal selber. Eine wichtige Sache sei gesagt, wem ist diese schlaue Idee natürlich eingefallen? Einem Schreiner. Das ist doch super. Also, die November-Ausgabe der BM. Schaut mal rein, das ist wirklich ein spannender Artikel. So, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns am 20. Dezember wieder. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch ein bisschen Zeit habt, dann schaut euch doch mal den Beitrag zum Ladenbau Hemann an. Den verlinke ich euch mal hier oben links. Und während wir jetzt darauf warten, dass wir uns das nächste Mal sehen, würde ich sagen, probiere ich nochmal diese Wunder der Technik, diesen tollen Greenscreen so ein bisschen aus. Schauen wir mal, wo wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ciao!